Hallo und herzlich willkommen bei Virtue in einer neuen Folge Gears. Danke, dass ihr euch eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Hoppala. Genau, ich muss das Ding aufhalten. Deswegen bleibt einfach mal dran. Verflucht! Warum bringt das nichts? Die Bremsen könnten hinüber sein. Darum kümmern wir uns später. Schwarm! So, das war alles. Hey, geht mal nicht da rein. Das ging flott. Ich seh dich, warte kurz. Ja, dann komm auch. Mir geht's nicht allzu gut. Erste Granate. Wir machen auch in Deckung hier. Da kommen noch mehr. Yeah, Baby. Willkommen im Mixer. Mix it, baby! Warte. So. Schockwanne! Wo sind sie denn, die Viecher? Einen am anderen. Geht doch klar. Erwischt. Anstrengend ist jetzt nicht so. So, nehmen wir mal die hier. Achtung, sie beschleunigt! Leute, da drüben, Häscher! Scheiße, ausschalten! Oder nicht. Oder so. Gut, das hat doch geklappt. Sieht meine schöne Lieblingswaffe wieder? Jack soll bestätigen, dass die Peilsender okay sind. Los. Kryowaffe. Die lag doch hier irgendwo rum. Da scheinen alle weg zu sein. Und das Ding, da ist das Ding. Na los, auch schlechte Neuigkeiten müssen wir verifizieren. Jack, sag mir, dass die Freisender okay sind. Gott sei Dank. Paddock, Bert, die Sender sind sicher. Sie sind außerdem wesentlich größer als gedacht.
kriegen wir nie im Leben alle aufs Schiff. Meine Leute transportieren sie. Gut, aber Delta, ich brauche so schnell wie möglich einen hier, um ihn mit unserem Netzwerk in New Ephira zu kalibrieren. Schafft ihr das? Ja, ich schlepp das Ding zum Skiff. Och, Mann, echt schwer. Alles klar, Bert. Wir gehen zurück. Paddock, schick deine Leute, damit sie, wenn möglich, die übrigen Sender einsammeln. Delta, zurück zum Skiff. Idoki, Mama, guck mal hier noch rein. Weißt du, wenn Paddock Leute hierher schickt, sollten wir wohl den Rest des Schwarms vernichten. Er hat heute schon genug Leute verloren. Sorry, Leute, aber im Gefecht bin ich gerade eher nutzlos. Bleib bei mir, Kumpel. Ich geb dir Deckung. Ja, nehmen alles nochmal mit. Nette Ansicht hier. Aber ist jetzt leider finito. Hilf mir mal damit. Ja. Okay, los geht's. JD, alles klar? Ja, geh einfach voraus. Die Sache hier ein bisschen abkürzen. Also der Sturm wird nicht besser, eher schlimmer. Nicht schade, wir gehen wieder rein. Okay, Delta, der Ausgang ist auf der anderen Seite. Kommen wir da rüber? Keine Waffe, die interessant ist. Zielgefälligst. Schieß mal auf die richtigen Dinger. Wahrscheinlich ran. Überraschung! Noch mehr vom Schwarm! Dann halten wir sie auf! Damit ich hier was sehe. Da kommen immer noch größere Viecher. Wir spielen Feuer!
uns, Sayus. Jack, Schockwalle! Ich stecke in Schwierigkeiten! Oh, scheiße. Ich brauche Hilfe! Wo ist das Vieh? Sie sind tot! Die Tür ist offen! Schwingen wir unsere Ärsche rein! Ah ja, gut. Komm! Sagst es einfach. Wie geht's dem Peilsender? Unbeschädigt. Das ist das Wichtige. Du musst wirklich gut drauf aufpassen. Ja, ja, schon klar. Schicksal der Welt. Kein Druck. Hört ihr? Der Sturm lässt nach. Ja, jetzt, wo wir durch sind. Los jetzt. Wir sollten zum Skiff. Hat irgendwas geblinkt? Eingebildet. Anscheinend. So. Was, Del? Einer von euch muss kurz helfen. Ja, da sind wir auch wieder draußen. Los, Delta. Gehen wir zurück zum Skiff. Ort abgeschlossen. Jetzt müssen wir zurück zum Hauptquartier. Weißt du was, Kate? Du bist ziemlich gut in dem ganzen Führungskram. Ich versuche gar nicht, in irgendwas gut zu sein. Ja, und deshalb bist du gut drin. Wenn wir den Corporal genug gebauchpinselt haben, sollten wir entscheiden, ob wir zum Flugplatz zurückkehren oder nicht. Fast hat recht. Oh Mann, das zu sagen tut mir echt weh. Zum Glück passiert das nicht so oft. Etwas verstehe ich nicht. Das war ursprünglich nicht immer UOR-Gebiet. Warum haben Sie Ihren Hammer der Morgenröte so nah an der Grenze zur Chor gebaut? Ascari-Technologie, mein Freund. Dafür sind wir bekannt. Wir erfanden den Transistor, den Mikrochip. Und während wir die Welt zivilisierter machten, erfanden die werten Nachbarn natürlich Panzer, Gewehre und Raketen. Schätze mal, die OOR marschiert. So, alles andere haben wir jetzt hier abgearbeitet. Hier gibt es keinen Punkt, der kein Häkchen hat. Okay. Fand nette Anlagen und sagte, oh, hallo, das gehört uns, verpisst euch und tschüss. Ich meine, wo ist der hinterhältigste Ort, um deine Superwaffe zu bauen, ha? Gleich an der Grenze zum Feind. Richtig. Sind Paddocks-Nomaden in der Lage, die übrigen Sender zurückzubefördern? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, sie wirken recht zäh, aber die Wüste ist gnadenlos, zu jedem. Welt vertraut Paddock, wir vertrauen Paddock. Gemäß Äquivalenzrelation vertrauen wir also Paddocks Nomaden. Die was? Bücher, Fars. Sie stecken voller wertvoller Erkenntnisse und Ideen. Und Wörter. Ich hab keine Ahnung. Wie wär's damit? Wir vertrauen Paddock und seinen Nomaden, bis etwas dagegen spricht. Und bisher alles okay. Von mir aus? So, dann üben wir nochmal. Wir fahren einfach mal hier durch die Mitte. Glaube ich, von da gekommen. Wow. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Der Schwarm scheint anders, schlauer, trickreicher. Ja, und er hat coole neue Waffen und Rüstungen.
Paddock hat uns davor gewarnt. Er meinte, es hat vor ein paar Tagen angefangen. Als wir am Mount Kadar waren. Halt, meinst du, es hängt zusammen mit... Mit der Rückkehr ihrer Königin? Ja, das weiß ich. Und es wird nur noch schlimmer, wenn wir den Hammer nicht online kriegen. Naja, die Mutter ist halt vielleicht noch ein bisschen menschlich. Pack das Gift so nah du kannst. Das Ding ist schwer. Nee, geht nicht. So sieht man sich wieder. Bringt er es ins Flugzeug oder? Nee, wir müssen da rein, okay. Hey. Was ist kaputt mit dir? Bringen wir das Ding zu Bert. Da ist eine Tür. Ich nehme aber mal alles mit. Mal gucken, ob Bert überhaupt noch da ist. Wo ist Bert? Hinten. Er hat mir die neue Modifikation erklärt, die er für euren Bordfreund gebaut hat. Es war so öde, dass ich mal raus musste. Wahrscheinlich sollten wir diesen Sender schnell abliefern. Und du glaubst nun, das wird die Welt retten? Bert, wir sind mit dem Sender hier. Ausgezeichnet. Wir sehen uns dann. Ich bin noch nicht mal da. Moment. Wenn Berg mit dem Sender... Leg den Zielpeilsender ab. Ich kümmere mich gleich darum. Gerne. Okay, das sieht hier nicht gut aus. Es blinkt so schön, können wir aber nicht nehmen. Hab sie. Hey, Bert. Zeit zu reden. Also, hör mal. Du hast deine Rakete zu starten und ich muss zurück nach Nuefira. Ja, stimmt, natürlich. JD, alles gut. Ich arbeite mich durch. Wir sprechen später. Ich weiß das zu schätzen. Danke. Paddock sagt, du hast dann was gearbeitet? Genau, ein neuer, verbesserter Schildprototyp für Jack. Los, installier ihn. Okay. Finde ich ziemlich geil. Das ist dieser hier. Den können wir jetzt aber wahrscheinlich noch... Doch, Dauer und Kugelreflexion. Kugeln werden von Jack zurückgeworfen. Aber mehr habe ich nicht. Installiert. Dann erzähl mal. Er ist ziemlich interessant. Erst baute ein ionisiertes Vektorfeld auf. Berg, keine Volltricke, komm hier raus! Schwarm in Anmarsch! Kurzversion der Stoppkugel. Jetzt aus und benutze es! Delta, komm schon! Jack, Schiff! Erfolg! Mein erster Versuch! Was, du hast das nie getestet? Oh, Leute, ja, das ist aber schon vorbei. Nix Gunpo! Was ist das schon? Ne, da ist einer. Uneingeladen bei mir auf, doch muss dafür bezahlen! Achtung, Granate! Ach, komm schon. Ziel ausgeschaltet. Verdammt! Diese Muni ist nicht verkehrt. Was war's? Hat sich noch irgendwo einer versteckt.
besser hier raus. War es das? Wir sind noch nicht fertig! Alle auf die Piste, bevor Bert nicht mehr wegkommt! Sie haben uns eingeholt! Säuber die Piste, sonst kommt Bert! So, nehmen wir mal hier. Los, Delta, lass nicht nach! Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Ja, schön macht er das. Taxi! Ich bin ja gleich down, Alter, bis der hier rum ist. Oh. Gut, das hätte ich jetzt auch nicht machen sollen. Komm, mach ich Feierabend. Ich sag danke fürs Zusehen, bis dann und tschüss.